Moin Kameraden und willkommen zurück zu Let's Play Last of Us. Ja, letztes Mal sind wir hier an der Stelle verreckt zum Schluss, weil wir es ein bisschen eilig hatten. Aber ich probiere jetzt trotzdem nochmal auf dieselbe Weise ein bisschen erstmal sneaky durchzuflitzen und halt irgendwie Munition zu verschwenden. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich friere mir den Arsch ab. Ich habe sowieso fast keine Munition, von daher wäre es doch dumm, hier groß zu ballern. Okay, die haben sich wieder aufgeteilt, das heißt, ich gehe wieder einem hinterher. Und flitze hier einfach mal vorbei. Schwierig wird es ja eigentlich immer erst nach dem Abschnitt mit der Toilette. Okay. Wo gehe ich lang? So. Wo sind Sie? Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren und aufpassen, dass die nicht wieder in mein Sichtfeld reinlaufen. Beziehungsweise ich in ihr Sichtfeld. So, sind sie wieder auf Toilette gegangen. Und ich hoffe mal, die bleiben auch eine Weile da. So, hier ist erstmal keiner. Kann ich hier noch meine Flasche mitnehmen? Und das mache ich auch. So, und ab hier wird es jetzt gleich wieder schwierig. Lass mir gucken, ich gleich mal um die Ecke. Sieht erstmal gut aus. Oh, scheiße, das war dumm. Das war sehr dumm. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war das auch super schlau. Okay, der geht hier lang. Jetzt muss ich halt echt aufpassen, wo der hinguckt. Dann kann ich hier auch hochrennen. Und das sieht sehr gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Okay, es hat mich erstmal kein Schwein gesehen. Und ich hoffe mal, das bleibt auch so. Ich gehe am besten mal nach hinten. Und wenn das jetzt keiner gesehen hat, dann war das der perfekte Weg eigentlich. Okay, komm schon, komm schon. Hier sind wir letztes Mal verreckt. Und die sehen mich jetzt auch. Rein. Komm, komm. Wow, das war verdammt knapp. Okay, der hat mich jetzt, also hat mich gerade im letzten Moment gesehen gehabt, aber es ist nicht so schlimm, weil offensichtlich bin ich ja trotzdem gut durchgekommen und jetzt sollte das erstmal ein bisschen einfacher werden. Ich habe vorhin mal ein bisschen meine Mikroeinstellung umgestellt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so laut. Nicht, dass es hier teilweise übersteuert. So, ich dachte eigentlich, hier gab es noch was zu... Ah, genau. Oder? Ne, hier komme ich ja gerade her. Oder auch nicht. Ah, genau, hier gab es ja noch den Comic. Und jetzt kommt, glaube ich, auch erstmal eine ganze Weile nichts, also von Sachen, die ich irgendwie so, das war's. Holen müsste. Krass. Da, hier war das voll verstopft, jetzt kann man hier nämlich durchlaufen. Und jetzt kommt gleich nochmal Haufen Leute, aber wenn wir das wieder gut anstellen, dann können wir hier um alle komplett drumherum marschieren. Und das versuche ich jetzt erstmal auch, soweit es geht, hier durchzuflitzen und dann hier einfach im geduckten Zustand durchzulaufen. Okay, scheiße, einer hat mich irgendwie gesehen, zwar nicht richtig, aber... Na gut, also ich versuche es trotzdem mal. Das Mädchen. Komm schon, komm schon. Okay, das könnte knapp werden. Bin mir jetzt nicht sicher, ob da welche sind. Ach, verdammt. Haben mich gesehen. Ah. Drecksack. Irgendwie wollt ihr gerade nicht.
ich bin tot. Okay, ja, da hatte ich es jetzt gerade ein bisschen, sehr eilig. Dann probieren wir das Ganze nochmal, weil eigentlich kann das echt, geschmeidig laufen. Ich versuch's mal weiter außen. Und ich beobachte am besten erstmal die Leute, weil ich glaube, ich muss erstmal, die hinter dem Haus hervorkommen lassen. Damit die mich hier auch nicht sehen. Jetzt kommt es halt darauf an, immer wo die wo die anderen langlaufen. So, ich gehe erstmal hier rüber. Und am besten gleich mal runter. Okay, das könnte was werden. Jetzt darf halt bloß der Typ da oben nicht hier unten lang kommen. Und ich glaube, genau das wird er tun. So, von hinten dürfte jetzt eigentlich auch keiner kommen. Okay, das ist jetzt scheiße. Aber vielleicht ist er so dumm und checkt das nicht, wenn ich jetzt hier zwischen den Teilen lang laufe. Und? Nicht mal. Habt ihr was gesehen? Suchen wir weiter. Okay, das sieht schon mal gut aus. Sieht schon mal sehr gut aus. Wie komme ich hier raus? Okay, zweiter Versuch. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also, das vorhin lief ja auch ziemlich gut. Ich bin jetzt hier schon irgendwie so ein bisschen im Sneaky-Modus. Okay, und jetzt ist eigentlich, also jetzt wird es eigentlich auch erstmal wieder einfacher. Ich will hier nicht festsitzen. Das sah jetzt vielleicht einfach aus, aber man kann hier durchaus ziemlich oft verrecken, wenn man das falsch macht. Wo geht's hier raus? Okay, und hier gab es irgendwie wieder einen Trick. Also hier noch nicht. Ich guck erstmal noch ein bisschen um, ob es jetzt nicht irgendwie noch was zu holen gibt. Ah, da steht sogar noch eine Flasche auf dem Tisch. Okay. Naja, okay, also hier müssen wir sowieso durch. Aber jetzt, guckt ihr gleich so einer um die Ecke. Und den, können wir ziemlich einfach erledigen, indem wir schon vorher wissen, wo der herkommt. Der guckt nämlich hier durch die Scheibe. Und dann jagt man dem einfach mal einen Pfeil durch den Schädel. Da ist er. So. Volltreffer. Jetzt kommen mir aber noch zwei Leute oder so von der anderen Seite, da nehme ich noch einen Stein mit. Ich weiß jetzt nicht genau, von wo die kommen, aber ich laufe erstmal ein bisschen durch. Wahrscheinlich kommen sie nicht gleich wieder von hinten. Oh Mist! Oh, da war einer. Gut, dass ich den Stein oder die Flasche oder was das war aufgehoben habe. Ja, hier müssten eigentlich noch ein paar mehr Steine oder Flaschen sein, aber irgendwie bin ich gerade schlecht bestückt. Okay, da ist eine. Optimal. Hier dürfte nämlich eigentlich nur noch ein oder zwei Leute ankommen. Bevor ich dann hier vorne rausgehe. Okay, ja, irgendwer hat mich gesehen, aber ich habe nicht gesehen. Vielleicht kommen wir auch schon wieder von der anderen Seite und ich bin bloß zu blöd. Oh. Fuck, fuck, fuck. Ach, verdammte Scheiße. Okay. Ja, na gut. Dann machen wir das Ganze nochmal. So, hat ihr jetzt die Flasche schon mitgenommen? Nee. Okay, na gut. Kann ja nicht alles glatt laufen. Aber wir können natürlich auch hier durchspringen. Vielleicht kriegen das dann weniger Leute mit. Mal sehen. Nehmen natürlich wieder alles mit. So, machen wir das Ganze nochmal. Sie ist auf dieser Seite der Tür. Hat er mich auch noch verpetzt? Das ist aber nicht nett. Frage ist natürlich, wo kommt die eigentlich her? Sind die hier schon drin oder? Okay, muss ich mir merken, hier liegt eine Flasche. Okay, nee, ich komme von der anderen Seite. Da hinten ist gerade einer angekommen. Den werfe ich jetzt gleich mit meinen Stein an den Kopf. Und da liegt noch eine Flasche. Okay, wo ist er denn jetzt? Versteckt er sich? Verdammte!
Ja. Okay, der hat sich gut versteckt. Ich will jetzt keine rassistischen Bemerkungen machen. Ja. So, probieren wir das Ganze halt nochmal. Und ich sehe gerade drüben, das ist wirklich gerade übersteuert. Also entweder muss ich das mal ein bisschen weiter weghalten oder ich muss das dann später alles wieder runterschrauben. Mal sehen, ob ich das nachträglich noch gut bearbeiten kann. Ach, verdammt. Jetzt habe ich darauf nicht geachtet. Aber vielleicht bleibt der trotzdem da stehen. Verdammt. Na gut, lass uns halt erstmal abschießen. Da habe ich jetzt einfach zu viel gelabert und nicht wirklich geguckt, was ich gerade mache. So. Na gut. Auf ein neues und so. Alle guten Dinge sind 3 oder 4 oder 5, keine Ahnung, wie viel ich jetzt schon probiert habe. So. Ich darf ja auch nicht zu weit drüber gehen, sonst sieht er mich halt. So sieht er nur meinen Bogen. Oder wahrscheinlich nicht mal den. So, jetzt muss ich drauf achten, wo die Leute sich verstecken. Normalerweise schafft das ja eigentlich immer First Try. Aber irgendwie gerade halt nicht. Oh. Ich glaube, hier kam einer. Miss. Na komm, komm. Ja. Okay, das war dumm. Ich hätte ja Dreieck drücken müssen und nicht Viereck. Ja, irgendwie lief es halt bei den schweren Stellen zu glatt und jetzt bei den einfachen Stellen zu schwer. Naja. Okay, dann halt nochmal. Und er sieht mich schon wieder scheiße. Nein, nein, verdammt, das war dumm. Das war richtig dumm. Naja, okay, dann nehmen wir halt das Gewehr. Weiß nicht, ob dadurch mehr reinkommt. Ne. Drecksack. Auf jeden Fall wollte man dadurch natürlich gehört jetzt. Aber die sind ja so und so drin, wie das aussieht. Okay, da kommt der nächste. Und der läuft hier geduckt durch. Mist. Arschloch. Deswegen habe ich die nicht wahrscheinlich auch nicht gesehen, weil die so versuchen, sneaky durchzulaufen, genau wie ich. Okay, einer hat mich gesehen, aber ich habe ihn jetzt dieses Mal auch gesehen. Fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen, es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man
man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie! So, okay, jetzt spielen wir erstmal eine Runde wieder als Joel, allerdings nicht allzu lang. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ist das ein ganzes? Ah, verdammte Scheiße, okay. Das ist richtig schlecht, denn wir haben hier wieder kein, ganzes Messer und scheinbar auch keine Materialien. Wir brauchen eine Klinge und ein Band, um uns ein Messer herzustellen. Hier kommen nämlich nachher, ja, eine Stelle halt, wo wir es wieder brauchen. Also so ein Messer rum. Und scheinbar gibt's ja aber nichts. Verdammt, wo bist du? Und ich wüsste halt auch nicht, dass es hier irgendwie in der Nähe nochmal was zu holen gab. Da draußen geht's die Holztreppe runter, da gab's nichts. Und hier im Tor gab es noch was, aber ich glaube, das war halt keine Klinge, sondern irgendwas anderes. Das ist sogar voll, okay. Vielleicht sollte ich mir irgendwas basteln. Vielleicht ein Medipack, da ist jetzt auch nichts dabei, was wichtig für meine Klinge wäre. So, dann kann ich nämlich das Band auch noch mitnehmen. Und jetzt habe ich sogar zwei Medipacks. Eigentlich könnte ich auch mal eins aufbrauchen. Aber am besten gucke ich mich mal halt eher Timer also gut um. Weil ich brauche echt mal eine scheiß Klinge. Das Problem ist, dass ich die wahrscheinlich nicht kriegen werde. Ellie! Wo ist sie hingelaufen? Ist natürlich auch sehr schlau von ihm, dass sie so laut rumbrüllt. Obwohl jederzeit wieder irgendwelche Leute antanzen könnten. Und das auch tun werden.